Mal gucken, was jetzt draus geworden ist. Okay, jetzt ist das bei Pop weg, aber dafür steht Going Loud drauf. Ich glaube, das sind die Publisher des Spiels gewesen. Oder besser gesagt, das sind die Publisher des Spiels. So, jetzt haben wir noch 200 Münzen. Jetzt wird es Zeit, erst bei die Awardments zu gucken. Okay, es gibt noch ein geheimes Awardment, was wir nicht freigeschalten haben. Und halt das Cheat Awardment, was ich jetzt aber mal aufgegeben habe, zu versuchen freizuschalten. Obwohl, ich versuch's noch. Ein einziges Mal. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, AB. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, AB. Hoch, hoch, runter, runter, rechts, links, AB. Nein, funktioniert leider nicht. Ich krieg's nicht hin. Das ist der Vorführeffekt. Okay, dann öffnen wir mal hier diese Tür. Das kostet uns 200 Münzen. Na gut, Gott sei Dank haben wir noch so viel. Also, los geht's. Perfekt. Ich nehme diese Münzen. Und ich denke, ich nehme diese Spitzhacke und dein Walljump DLC auch. Nur um sicher zu gehen. Okay. Und nun legen wir uns mit dem Shopkeeper an. Du denkst, Mikrotransaktionen sind deine Verbündete? Aber du hast dich ans Kostenlose angepasst, hä? Ich wurde in ihm geboren. Geformt durch es. Die DLCs betrügen dich. Weil sie mir gehören. Und dann geht's auch schon los. Uah. Und zwar müssen wir hier die Münzen sammeln. Die er wirft und gucken, dass wir dem restlichen Schrott ausweichen, mit dem er uns bewirft. Aua. Und ab und zu auch mal die Herzen einsammeln. Und dann wird er immer wütender und bewirft uns mit noch mehr Zeug. Komm, ist das alles, was du drauf hast? Ich denke nicht, denkst du darüber nach, noch etwas zu kaufen, was dir helfen könnte? Okay, wir können das Big Sword Pack kaufen. Kaufen wir es doch. Jetzt haben wir ein großes Schwert und damit können wir ihn hauen. Aua, gut, dass es nur ein einmal Gegenstand ist. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze wiederholen. Ich glaube dreimal, dann haben wir ihn besiegt. Also jetzt noch zweimal. Wow, und er bewirft uns weiter mit Schrott. Er wirft uns mit Piratenmützen. Woher hat er die aus dem Piraten-Sonderverkauf? Naja gut, wir haben ihm so viele Mützen in den Rachen gedrückt. Wer das sich dafür nur Schrott kauft, dafür können wir auch nichts. Ja, und... Ja, das ist zu einfach. Ich habe noch Sachen für dich zum Verkaufen, weißt du? Ja, das sehr große Schwert. Und das ist sehr groß, seht ihr? Und nun besitzen wir es und können ihn damit hauen. Okay, das tut wirklich weh. Wusstest du, dass das auch nur ein Verbrauchsgegenstand war? Ja, gut. Ja, das
zerrt wirklich an mir. Ich kann vielleicht höchstens noch mal einen Schlag einstecken. Hm? Bringen wir es hinter uns. Wow. Jetzt bombardiert er uns. Bombardiert er uns wirklich mit Schrott vom Feinsten. Aber auch mit genügend Herzen. Also, wenn man in jedem Spiel solche Endgegner hätte, würden die Spiele richtig langweilig werden. Das wäre ja nicht mehr, ist ja nicht mehr casual hier, das ist ja super casual. Noch einfacher wäre es, wenn sich der Gegner, Endgegner selber für euch umbringt. Obwohl, das tut der hier ja fast schon. Er verkauft uns DLCs, mit denen wir ihn töten können. Ja. Gut. Aber er legt schon einen Zahn zu. Es ist schwieriger, dem Hagel hier auszuweichen. Okay, du wirst das hier mögen. Das Schwert der unübertroffenen Kraft. Du verkaufst das Werkzeug der eigenen Zerstörung. Haust alles in den Boden. Wenn es Profit bringt, dann kümmert es mich nicht. Okay, und wir haben das. Können nun das Unfathomable Sword Pack freischalten. Und da ist ein Fragezeichen. Deswegen schalten wir es jetzt frei. Und erhalten es. Und nutzen es. Und ach du meine Fresse. Das Schwert of Doom. Wir haben die Erde gespalten. What the fuck? Wir haben die Erde ausgelöscht. Und kriegen wir jetzt noch das Erdreparierungs-DLC? Nein. Okay, da die Going Loud Studios, das sind die Entwickler. Um nochmal das mit der Werbung zu klären. Und ja, wir haben die Welt zerstört. Das ist doch mal ein imposantes Ende für so ein Spiel, findet ihr nicht? Ach du meine Güte. Ja. Es laufen die Credits hier ab, während die Trümmer der Erde. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen in an Serious Sam 3. An den Schluss. Wie nur noch diese epische Musik. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben 889 Münzen gesammelt. Von 889. Haben 17 von 17 DLCs gekauft, aber nur 9 von 10 Awards gesammelt. Haben über eine Stunde dafür gebraucht. Aber trotzdem Rang B erreicht. Na, wir sind doch super toll, oder? Ja. Ich möchte aber trotzdem noch das letzte DLC freischalten. Deswegen mache ich hier mal kurz einen Cut und guck noch mal kurz, wie der Sega-Cheat richtig ging. Bis gleich. Ja, da bin ich noch mal. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt, wie der Cheat jetzt richtig ging. Und ich meinte nicht Sega, sondern Konami, den Konami-Standard-Cheat. Also, mal gucken, ob ich ihn jetzt richtig hinkriege. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, A, B, Enter. Nein, das war nicht schnell genug. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts. Dann stellen wir uns mal dahin, dass wir nicht ständig weglaufen. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, A, B, Enter. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, A, B, Enter. Wenn der Spruch, der dann noch dabei steht, ist ziemlich lustig, deswegen versuche ich das jetzt noch ein paar Mal.
Nein, ich krieg's echt nicht hin. Komm, das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ah, ich krieg's echt nicht hin. Aber ich gebe das jetzt nicht auf, ich versuch's noch einmal. Nein, das kann man, glaube ich, dann meiner Unfähigkeit zuschreiben, dass ich es nicht kriege. Nope. Tut mir leid, Leute. Normalerweise würde dann bei den Awards hier stehen, du hast versucht zu cheaten. Netter Versuch, aber wenn es hier Cheats geben würde, dann wären sie nicht umsonst. Naja, und ansonsten haben wir halt alle Awards freigeschalten. Das ist wirklich der blöde Vorführeffekt. Schade auch drum. Na gut. Das war mein kleines, meine zweite Runde von DLC Quest. Die zweite Kampagne. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch dann viel Spaß bei meinen anderen Projekten. Bis dann.